Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geht zum Wasserturm. Ja, richtig. Uncharted 2 Among Thieves Part 21. Psst. Direkt mit einer Cutscene. Wir sind am Zug. Oh. Oh. Gibt's auch einen Plan B? Nee. Ich arbeite dran. Da ist Chloe. Da ist sie. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Oh ja, jetzt gehen sie alle in den Zug. Nein. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe da jetzt runter, allein. Nate. Warte, hör mir zu. Du hörst nie zu. Du gehst jetzt darüber und holst uns einen von diesen hübschen Geländewagen. Hm. Du machst den Fahrer. Ich gehe da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach... Mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los. Die ist viel sympathischer als Chloe. Ja, natürlich ist sie viel sympathischer als Chloe. Chloe hat erstens eine schreckliche Stimme und zweitens schreckliche Augen. Ja, das stimmt, ja. Hä? Ich war doch gar nicht da. Du hast Dreieck gedrückt, ist doch egal. Okay. Wo du bist, Hauptsache du drückst Dreieck. Naja, da wäre einfach kein Schatz mehr gewesen. Naja. Geruch von Zügen am Morgen. Wieso am Morgen? Weiß ich auch nicht. So. Haben die geschlafen oder was? Freunde. Freunde der Sonne. Freunde der Züge. Ja. Magst du Züge? Ja. Jumo. Ja, wo bist du jetzt? Ein Schatz. Leck mich am Arsch. Ja. Mehr Glück als Verstand und direkt auf der Straße ein Diadem gefunden. So, kann's gehen. Wo muss ich eigentlich hin? Weiß ich nicht. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Hier kann ich ja nicht rein. Nee. Du bist bei den Zügen. Nee, guck mal nach rechts. Da. Hier irgendein Kreis. Nee, bei den Dingern da, genau. Du musst sie vorbeischieben wahrscheinlich und du kannst dann durch die Tür. Oh, falsch. Würde ich mal sagen. Hä? Bist du behindert? Hä? Ah. Einfach dagegen drücken. Ja. So, wenn's geht. Nicht drehen, wie du es gemacht hast. Bist du behindert? Ja, jetzt kannst du durch die Tür wahrscheinlich. Genau. Ja, so reingeht einfach. Hallo, hier bin ich. Hallo, bin da, wer noch? Hier über große Handel, ne? Kannst du ein bisschen trainieren hier mit den Handeln? Auf jeden Fall. Ne? Hat er ja nicht nötig, der Drake. Ja. Anders. Ne? Am Arsch. Warten. Du mich auch. Weil du nicht so eine Muskeln hast wie Nate? Nee, ich kann aber auch so klettern wie der. Ey, das will ich sehen. Ja, ohne okay. Kraft. Mach ich. Wir fahren in die Tropen und dann zeige ich dir, wo du Haken. In die Tropen fahren wir. Ja, ne? Wir können doch zu den Zügen fahren. Es sind Tropen, es ist doch kein Ort, also das ist doch... Wie waren wir bei Uncharted 1 in... Ja, Tropen? In Spanien waren wir dann, ne? Tropen, ja. Subtropen, das ist doch ein Gebiet. Also, dann nach ja, egal. Ist richtig, ja. Ja, ich bin ruhig, ich habe keine Ahnung von sowas. Tropen ist zum Beispiel der Regenwald, oder nicht? Naja, eben, aber das ist, ja. Ist ja kein Ort in dem Sinne. Das sind doch einfach nur... Zug. Wie komme ich da runter? Tja, das frage ich mich auch, Fräulein. Springen, Mann! Wie denn sonst? Ja. Es muss einen Weg rausgeben. Ja, da ist der Weg. Plus, wie kommen wir da jetzt hinten? Einfach rüberspringen. Ja, ich guck erstmal hier, ob es jemand gibt. Okay, ja. Geschafft. Ich hab's mir schwieriger vorgestellt. Du ich kannst mal in den Zug reingehen. Ich weiß. Dann ich würde mal in den Zug reingehen. Da muss ich sogar rein, wa? Weiß ich nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Vielleicht kann ich das alte Ding bewegen. Doch. Ja, doch. Guck mal durch die Sitzreihen, vielleicht hat irgendjemand was liegen gelassen. So, vor 100 Jahren. Schätze. Hat Kinder gehört, weil. Oh, wie fliegt denn da alles? Das war nicht so auffällig. Ah, doch ein bisschen. Ein bisschen. Schrottpistole.
Ja, was willst du mit dem Schrot? Schrotpistole ist ganz gut eigentlich, wenn die näher kommen hier. Was sie ja tun, es scheint. Es ist vorbei, Drake! Ius, boy. Die kommen von da. Zack, naja. Oh. Hi. Ich will jetzt... Hi. Nee, geh... Nach da, geh da hin. Du hast eine sehr komische... Warum stehst du jetzt da? Ich hätte eher gesagt, Halt den Mund jetzt. Unter das Fenster da. Dann bist du nämlich in keiner Reichweite von denen. Kann sie erstmal. Welches Fenster? Da. Oh. Direkt davor. Dann bist du in keiner Reichweite. Ja. Ja, das war jetzt. Ja, Alter. Das war jetzt von mir dumm. Alter, Falter. Ja, Mann, der ist einfach gesprungen. Der ist halt behindert. Wie viel Bier hast du heute schon getrunken? Zu viele wahrscheinlich. 10. Alter Vater. Ja. Andere Seite. Mit R2. Nee. Nicht? Ist das nicht mit R2 jetzt mittlerweile? Nein. Das war der Last of Us, ne? Wo ist denn hier der? Der kommt gleich. Oh. Warum nicht gleich so? Scharfschützengewehr. Jetzt er. So da. Hat die Schrotpistole hier? Nee. Da drüben. Ein bisschen Meter von dir entfernt. Ja, mach die erstmal weggezielt. Ja. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ja. Wäre natürlich mit der Schrotpistole ein bisschen einfacher. Ja. Aber. Okay. Wer wirft den Granaten? Okay. Ich glaube, der kriegt das auch nicht. Der andere Schaufelze. An der Stelle. Ist der halbwegs sicher. Ja. Oh nee, wo ist er? Sag mal. Ich glaube, die treffen da auch nicht rein. Nee. Ich würde ein bisschen nach rechts gehen. Warum? Weil ich nicht weiß, ob der andere Schaufelze dich dann trifft. Oh, hi. Geht's? So, jetzt trifft mal lange werden. Kann ich. Wo bist du? Oh, was war denn das? Duck dich! Der andere Scharfschütze war das. Echt? Ey, das ist einer von der Seite. Ja, der jetzt auch da ist. Der ist neu. Weil du zu lange gebraucht hast, um die Scharfschützen auszuschalten. Oh, scheiße. Die kommen nacheinander. Den könntest du jetzt auch versuchen, irgendwie zu treffen. Du hast das Scharfschützen gehört. Oh Gott! Warte! Nee, das ist neben mir! Nein, brauchst nicht, die war draußen. Alter! Wie? Du brauchst zu lange! Jetzt ist da auch einer. Jetzt bin ich gleich tot. Du hast einen Typen in der Zeit getötet. Alter! Ich komme ja nicht klar hier mit der Situation. Ohne Scheiß. Das ist für mich. Du musst auf jeden Fall. Sofort jetzt. So, warte, jetzt lass mich mal kurz. Ja, am besten so. Jetzt mal ausschalten. Sobald dann der eine Scharfschütze kommt, musst du an die Seite. Sobald du eine rote Linie siehst, dann direkt zum Scharfschütze und dem mit dem Präzisionsgewehr immer. Das muss dann jetzt. Lauf. Geh hin. Ich kann nicht! Hey, mach ruhig. Wo waren das jetzt? Scharfschützengewehr? Ja. Genau. So, und jetzt? Jetzt den Scharfschützen erstmal abknallen. Mit was mache ich einen? Stelle ich ihn noch schärfer? Mit R3? Oder L3? Ja. R3? Ja. Okay. Ja, sehr schön. Und dann bist du erstmal. Jetzt kannst du die Schrotpistole. Dann sind die ja eh gleich weg. Ja. Dann geht das wenigstens schneller jetzt. Also muss ja auch schneller gehen. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen beruhigter. So, jetzt gehen wir auf die Seite. Aufs große Fenster. Nee, aber hier kommt doch gleich noch einer. Nein, aufs große Fenster, da kommt sie erst. Okay. So, den machst du jetzt weg. So. Ja. Genau. Und jetzt kommt er auf der Seite, genau. Wo bist du? Der muss jetzt auch ganz schnell. Ja. Jawohl.
Okay, jetzt nimm eine Schrotpistole wieder und mach halt den Rest jetzt hier weg vielleicht. Ja. Oder vielleicht ein paar Granaten noch. Ja, ja. Jetzt hast du ja ein bisschen, ruhiger. Bis erstmal die anderen kommen. Aber du hast nicht so viel Zeit, also lass nicht so viel Zeit. Weil ja die mit dem schweren MG dann noch kommen. Genau. Hm, was mache ich mit denen? Die musst du einfach umboxen. Halt. Also abschießen. Von wo kommen die? Da. Oh Gott. Kann ich die mit dem machen? Kannst du probieren, weiß ich nicht. Ah, die schießen. Okay. Der ist gleich tot? Ja, ja. So. Alter! Oh! Okay. Das war krass. Das war krass. Oh nee, oder? Du musst alles nochmal machen, ja. Oh na, das macht ja ein Gaudi, du. Hm. Kann sein, dass du vielleicht gar nicht die töten musst, sondern im Zug hinterher musst. Das kann sein. Weiß ich nicht. Verlass dich mal nicht drauf, aber versuch mal, renn mal. Probier einfach mal. Was? Geh mal da raus und renn den Zug hinterher. Nein. Okay, wenn das jetzt geklappt hätte, wärst du jetzt nicht gut. Aber ich muss da nicht echt alle töten, oder? Verteidigen sie sich, bis Elena kommt. Ach so, okay. Haben die das schon die ganze Zeit gesagt? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gemerkt. Was mache ich denn hier für Kastoren? Wie will ich das so machen? Na, mach's im Prinzip genauso wie gerade. Bloß dann am Ende noch ein bisschen besser. Am großen Boss eigentlich ganz gut. Ist er jetzt geduckt? Nee. Was habe ich denn jetzt? Achso, die Schruppe? Nee. Ist der verpeilt, ne? Ja. Alter Vater. Ich muss mal nicht aus. Zack, die zwei weg und dann schnell den abschließen, genau. Darfst du nicht allzu viel Zeit lassen, ne? Ja, der kam nämlich doch rein. Ja, die kam jetzt rein, ja. Boah, ich muss jetzt erstmal klarkommen. Okay. Die Frage ist halt, was du mit dem schweren MG-Leuten dann machst, ne? Vielleicht. Ah, weiß ich nicht. Was? Ich hatte gar nicht zugehört. Ja, ich überleg gerade. So. Wenn du eh nur verteidigen musst, bis Elena kommt, kannst du ja im Grunde so machen. Du bist ja erstmal sicher hinter dem Ding, wo du dich versteckst hier. Mach einfach. Warte mal. Naja, das würde, weiß ich nicht. Ob das so viel bringt. Dass du dich, wenn die MG-Typen kommen, dass du dich erstmal hinter unter dem Fenster da versteckst. Weg, weg, weg. Okay. Muss ich beeilen, muss ich Schraubschützen wegkriegen. Ja, ich weiß, es macht mir keinen Stress, mach mir keinen Stress. Ja. Mach mir keinen Stress, habe ich gesagt. Jetzt ist vorbei. Mach mir keinen Stress, habe ich gesagt. Jetzt ist ich vorbei. Raste aus. Jetzt ist vorbei. Mach mich so fertig. Okay, genau. Und jetzt versteck dich einfach. Ach, um Himmels Willen. Oh, nee, oder? Gerade ging's nicht so schnell. Ja. Na los! Ja. Spring rein! Das habe ich nicht gehofft, dass ich ja. töten muss und mich verstecken muss. Dann kannst, ja echt du nicht wissen. Dann kannst du mich nicht töten. Hast du einen Plan C? Ja, gib Gas. Was? Ich springe auf den Zug. Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran. Das beantwortet meine Frage. Drück schon drauf! Oh, so ungünstig frei. Und wie bitte willst du sie von dem Zug runterbekommen? Soweit habe ich doch nicht geplant. Natürlich. Okay. Okay, auf geht's. Halt dich fest. Noch ein Stück. Warte. Spring! Ja, schuppen. Ja, wir springen. Schuppen ist immer gut. Spring, komm. Oh Gott. Ja, Kapitel 13. Zügiges Vorankommen. Die Zugwitze nehmen kein Ende. Ja. Ja, jetzt mal Chloe irgendwie auf den Zug.
Ja, schau mal, was hier oben so geht mit Party. Zoe muss im ersten Waggon sein. Oh Gott, kann er springen darüber? Das kann gut möglich sein. Oh. Scheinbar nicht. Ah, rechts geht's vorbei. Ja. Okay. Ah, das ist ja spannend hier. Sie hat ein bisschen actionreich. Was? Kannst du nicht? Doch. Ja, es muss erstmal ein Stückchen vorankommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Bob Gongs der jetzt hat hier. Aber es sieht nach ein paar aus, ne? Ich meine, wenn du den Zug immer noch gesehen hast, während du da in dem Gefecht da warst, dann hat er ein paar Waggons, glaube ich. Oh, und Gott. Hier liegen Waffen. Oh, meine AK. Und die wirst du brauchen. Oh, das habe ich jetzt weggeworfen. Ja, ich habe aber keine. Ich hab ja die Schrot hat noch 6, die wollte ich mal vielleicht mal mitnehmen. Ja, okay. Die Schrot ist vielleicht ganz cool. Also gerade, du hast ja jetzt nicht. Du hast ja ein recht enges Territorium. Ach, hier. Komm, ja, mein Süßer. Du kannst auch Sunder-Pistole jetzt schon umhauen. Ach! Klar. Na, hallo. Das kannst du von hinten einfach einschleichen. Naja. Oder einfach mal einen Arsch wegschießen. Mhm. Wenn er überlebt, dann braucht er auf jeden Fall ein Sitzkissen. Aber das Bad Boy ist nicht geguckt, ne? Oh. Was? Laufen zu schießen, ach so. Wo ist das? Der klingt nichts. Unten. So. Da. Genau. Na, siehst du von mir nicht? Ja, sehr schön. Oh, 2. Komm schon. Naja. Ey, komm, ich hab dich erwischt. Oh, hi. Der ist es hochgeklettert. Der gibt hier schön Munition. Die Schrotpistole. Der ist wieder runtergeklettert. Ernsthaft? Echt? Ja, scheint so. Ducken kann er sich nicht. Das, Doch. Ah, okay, gut. Na! Ah! Entschuldigung. Aha. Kann ich gar nicht wissen. Ja. Oh, smooth, Mann. Nee. Ohne Scheiß. Du zögerst immer so. Ich zöger nicht. Alter, da sind mindestens noch 4 Waggonsfolio. Ja. Ist er auch tot jetzt? Nee. Hey. Alter, das ist mir zu viel Bewegung hier. Komm ja, schon. Jetzt muss nicht nur die Bewegung der Gegner mit einberechnen, sondern auch. Tut mir leid, Jungs, Fahrscheinkontrolle. Ah. Ja, erfolgreich. Erfolg freigeschaltet. Okay, nee. Gibt's da keinen Erfolg mehr jetzt für? Bei Teil 1 gab's es noch. Das ist ja schon ein bisschen fies. Hm. Also brauchst du jetzt nicht mal mit allen Waffen irgendwie zu töten. Das hättest du mal in Teil 1 machen sollen. Oh. Nein, 4. Hm. Nein, 4 ist auch cool. Ja, ich weiß. Also die zieht genauer vor allem als eine AK. Also du hast mehr Munition. Willst du das machen? Was? So auf einen Zug hin und her springen? Natürlich, weil es auch super berechnet ist, wenn der Zug sich bewegt, du in die gleiche Richtung springst, dann brauchst du ein bisschen mehr als ein bisschen Anlauf, dass du so ankommst. Also das ist ein bisschen dumm. Das beantwortet nicht meine Frage, ob du das machen würdest. Nee. Nee, okay. Weil ich nicht glaube, dass es geht. Ja, es geht, das wäre sehr gefährlich. Ja, aber nicht mit so großen Abständen, glaube ich. Naja, nur wenn er geradeaus fährt, ne? Hä? Nee, der fährt geradeaus, aber du springst doch auch in die gleiche Richtung wie der Zug. Deswegen musst du ja viel mehr. Ja, du musst schneller und weiter springen. Ja, ja, klar. Ja. Sonst landest du im Loch. Ja, wollte gerade sagen, du musst wahrscheinlich dich wieder draußen anhangeln. Oh, scheiße. Aber ich würde sagen, wir machen das mal Feierabend. Das habe ich total, vergessen. Schon ja, beim letzten Mal haben wir es ja ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, das wird diesmal ähnlich gut von der Zeit her und nicht viel zu wenig oder viel zu viel. Von daher sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf dem Zug geht's weiter. Wir sind auf dem Weg zu Chloe und versuchen die irgendwie ja wieder mit nach Hause zu nehmen. Mal gucken, ob das hinhaut. Morgen geht's weiter, Alter, bei Let's Play Uncharted Among Thieves.
im Part 22, 17 Uhr. Ey, ich hab den getroffen. Wir sind raus. Ich hab den voll den Headshot gegeben. Das ist mir scheißegal. Ey, voll den Headshot, Mann. Wir sagen ciao. Ciao. Ciao.